Also die Woche geht ja schon wieder Pfennig gut um. Wir haben lauter Gewinner, kennt man morgen in ganz München. Überall in Bayern rennen es rum. Siegreich, juhu, juhu. Aber es gibt leider auch ein paar Loser. Und mit denen fange ich jetzt erst an. Hab ich mir am Samstagabend, obwohl Christina bei mir in der Wohnung drin war, und hab mich umeinander lassen, dass man gleich schwindelig geworden war, vor lauter freien Sexuell gesehen natürlich, hab mir die Boxer vorgeschaut. Der Huck, der Captain Huck, hat gegen so einen vollgefressenen Russen geboxt und hat ihn leider nicht K.O. geschlagen. Hat ihn ein paar Mal angenackt und ein paar Mal hingefasst, sauber. Aber leider ist dieser Festtag nicht gefallen. Und jetzt hat der Huck leider verloren, obwohl er sehr gut war. Sehr lediert war er. Links Applaus, rechts ein Pfeilchen. Überall haben sie ihn hergefasst, den armen Huck. Und er war aber gut, aber leider nicht gut genug, weil der andere permanent runtergegangen ist. Der, wenn ihm einmal einen sauberen Aufwärtshaken gegeben hätte, einen Aufwärtshaken, dann hätte sie ihn geschmissen, den Festtag. Aber leider hat er es nicht geschafft. Und dann die nächsten Loser, meine Eishackler. War ich gestern beim EHC, hab mir gedacht, die gewinnen gegen Krefeld, aber leider haben sie ihre Chancen nicht verwertet. Der EHC war gut, aber Krefelder haben halt einfach aus ein paar Chancen Tore gemacht und der EHC aus vielen Chancen bloß ein Tor. Und das hat sich der KIV sogar noch selber nicht an. Aber super Stimmung, 4000 Leute, eigentlich eine gelungene Aktion. Die Fans untereinander waren fair, die sind beim Eishockey, die haben hin und her gesungen und waren freundlich und haben gewungen. So was lobe ich mir. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern vom Wochenende. Mei, bin ich froh, obwohl ich ein Löwen-Fan bin, dass die Bayern gewonnen haben. Ich habe ja am Standl auch Löwen und Bayern-Fans gemischt, kunterbunt. Und die Bayern-Fans haben es eine Fresse gezogen die letzten Wochen. Die eingekauft haben sie immer, nein, wir haben keinen Appetit. Schlecht geht es uns, viel Teufel, die Bayern haben es alle geschimpft. Und jetzt Ribéry ist zum Trainer hingesprungen, hat ihn abbusselt. Das freut mich. Und dass meine Löwen gewonnen haben in der Försterei, das freut mich wahnsinnig. Gestern habe ich einen Stefan Schneider im Eishockey getroffen, hat er gesagt, am Montag müssen wir alles mobilisieren. 100.000 Löwenfans müssen kommen. Das war schön, habe ich gesagt, aber so viel werden sie nicht werden. Aber ich habe auch Gäste wieder da. Und bevor jetzt zu meinen Gästen kommt, zeige ich euch das neue Getränk. Zickenzahm. Das ist das versprochene Getränk von letzter Woche. Schaut mal die Flasche noch. Die schaut aus wie ein Damenkörper. In der Mitte das goldene Dreieck, wo alle Leute erfreut haben damit. Besonders die Männer, die gerne Frauen haben. So wie wir. Und wenn wir schon bei Frauenliebhaber sind, wer steht denn da? Meine zwei Lausbuben, die geführtesten Lausbuben von der ganzen Nation. Einmal der Micha, der Löwenlausbuben und einmal der Josi. Josi, grüß dich Gott und hallo. Dieter, zuerst einmal Servus und Haber Derry. Das Leben ist erfreut. Das Leben ist erfreut, weil du gerade gesagt hast, du bist froh. Ja. Ich bin auch froh, dass die Löwen gewonnen haben. Ja. Weil wenn ich nicht froh war, hätten sie auch gewonnen. Ja, genau. Ja, logisch. Der Josi ist froh. Aber wir haben heute halt einen absoluten Gruß durchzusagen. Und wenn du dem lieben Mädel das erst morgen sagst, dann schaut die erst morgen ins Internet rein. Dann meinen sie, morgen ist heute quasi. Wir könnten es heute schon sagen, weil es dann morgen erst morgen ist. Das passt ja schon zusammen, du bist ein ganz schlauer Mensch. Das ist nämlich, wir sagen nämlich dann nicht, dass heute Montag ist, wir sagen einfach, dass heute Dienstag ist und da hat ein ganz liebes, fesches, grandioses Mädel Geburtstag. Ja. Wie heißt die? Meine Enkelin, die hübsche Steffi aus Neuhausen. Die arbeitet da in einem Lokal, oder? Ja, die arbeitet in mehreren Lokalen, aber sie ist eine Augenweide. Ich stelle das schon mal vor. Da bin ich gespannt. Ich nehme schon mal mit irgendwo. Ins Stadion! Ach so, ins Stadion, weil das ein Löwenfan ist. Ja, aber wie? Und der Wäsche ist auch noch. Ja, mit ihrer Freundin Tina sowieso. Oh, liebe Steffi, kein langes Gedicht. Ich liebe dich so sehr, mehr weiß ich nicht. Ja. Obwohl ich nicht weiß, was Liebe ist. Aber das lernst du noch schon kennen. Oh, der Josi, das haben wir vom Josi noch nie gehört. Der Josi hat eine Liebeserklärung auszulassen. Jawohl, noch nie. Aber heute ist er rausgerutscht. Heute ist mir rausgerutscht. Vor lauter Leidenschaft. Und Freude. Und weil ich es gern mag. Steffi, wir mögen dich auch gern und wir sind froh, wie wir dir mal schenken. Weil du bist bestimmt eine Augenweide, hat er gesagt. Ein festes, nettes Mädel. Und wenn wir schon bei den festen, netten Mädels sind, da ist der Micha auch ein Garant dafür, wie Gaudi machen. Aber nur für ein Mädel, nicht für mehrere. Oh, nur für ein Mädel. Sollen wir da wieder liebe Grüße durchgeben? Selbstverständlich. Wo gehen wir die wieder hin? Nach Krumbach. Krumbach, jawohl. Und wie heißt es wieder? Die Tanja, das weiß ich. Die Tanja weiß ich doch, ich weiß doch alles. Was gibt es für die Löwen für Neuigkeiten? Die Löwen haben wunderbar gewonnen und spielen natürlich gegen St. Pauli. Da brauchen wir alle. Alle sollen kommen. Ja. Und was ganz wichtig ist, wir haben auch Unterstützung bekommen aus Berlin von meiner Nichte. Ein harter Löwenfan, die hat zwei Tore geschossen. Die ist 11 Jahre. 11 Jahre und ist da, muss man mal vorstellen, in Berlin. Brutaler Löwenfan. Ihr Trainer, er ist natürlich Union-Fan, aber sie hält immer dagegen als Einzige. Wunderbar und hat sogar ein Dress, das ihr der Micha geschickt hat, nach Berlin. Und jetzt kommen wir zum Wetter für den nächsten Tag. Eigentlich ist es fast wurscht, aber
Wir haben noch leichte winterliche Anflüge, Temperaturen in der Nacht um die 0 Grad, Minusgrade, es sind fast kaum mehr dabei, aber am Tag 5 bis 8 Grad, Sonne kann scheinen und Regen kann sein, weil wir einen kunterbunten Durcheinander haben, da lehnen wieder einen Haufen feste Leute vorbei. Ja, worin sind hier? Alle kaufen Karten für Seeski, schau hier, wir sollen alle rumpeln und rennen, seid mit dem Kinderwagen und schauen wir uns, wie es sein soll, wie ein Blick lauter Leben fällt, der Pauli auch, hat schon, jawohl, 60, jawohl, und alle sind da. Also, das war's schon wieder. Weiter, ja. Werden immer geschnurrt, zicken zusammen, ja. Micha mit seinem netten Mädel, der Jose, alles, ja. Alles ist bereit. Ja, logisch, gell. Und wir bleiben weiter Löwenfans, juhu, juhu, pfiat euch gut. Das Leben ist eine Freude. Ja,